Ich darf den nächsten Kandidaten ankündigen, ein echtes Ilmenauer Eigengewächs. Professor Eberhard Manske, vielen vielleicht bekannt aus anderen Zusammenhängen, nicht nur von der Nanotechnologie, auch als Musiker. Er hat technische und biomedizinische Kybernetik an der damaligen TH Ilmenau studiert. Anschließend ist er promoviert worden, hat sich habilitiert und nach langjähriger Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Laser- und Nanomesstechnik hat er Entwicklungsarbeit geleistet. Er hat Nano-Positionier- und Nano-Messmaschinen entwickelt und er hat, und das hat mich besonders beeindruckt, und er hat mir auch ein Nachweisfoto gezeigt, dass das tatsächlich der Fall war, er hat ein rotierendes 7 Kilometer Laserdreieck konstruiert, eindrucksvoll, und ja. Und eine Hochleistungs-Laserharfe hat er ebenso entwickelt. Hochleistungs-Laserharfe. Er forscht grundsätzlich auf dem Gebiet der Nanotechnologien und daraus wird jetzt auch sein Vortragsthema abgeleitet sein. Ein Vortrag mit dem Titel Nanotechnologie und die physikalischen Grenzen der Toastbarkeit. Professor Manske, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Nanotechnologie ist heute in aller Munde. Ich habe meinen Vortrag strukturiert nach einigen prätentiösen Präliminarien. Möchte ich auf das pseudowissenschaftliche Brimborium hinkommen, dann einige pseudowissenschaftliche Experimente vorstellen, um mit unlogischen Schlussfolgerungen zu schließen. Es ist ja bekannt, dass einige technische Entwicklungen, wie zum Beispiel die Moulinette, das 8-Spur-Tonband oder der Fiat Panda, nicht wesentlich zum technischen Fortschritt beigetragen haben. Andere Dinge wie die elektrische Gitarre oder die Post-it-Notizzettel oder die Smarties haben schon deutlich mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft gefunden. Wie auch immer, das hängt alles mit den gesellschaftlichen Revolutionen zusammen. Ich habe das mal zusammengefasst. Also die neolithische Revolution hat uns ja vor einigen Jahren mittelgroße Steine geliefert. Die landwirtschaftliche Revolution schließlich brachte uns das Gemüse. Die bioindustrielle Revolution, klar, brachte uns die Industrie. Die die informationstechnische Revolution, wen wundert's, das Nintendo. Und die biotechnische Revolution schließlich größeres Gemüse. Nun, es dämmert die nanotechnische Revolution hinauf. Und wir haben uns gesagt, wir wollen einen Beitrag leisten. Unser Beitrag ist die Entwicklung eines Nanotoasters. Es klingt alles etwas nach Industrie 4.0. Und wir sehen hier die Revolution nochmal aufgezeigt. Nanotechnologie, was ist das? Das ist wieder eine Sache, wo keiner eine Ahnung hat, wo es wirklich lang geht. Es werden zum Beispiel solche Computersimulationen von Nanogetrieben auf atomarer molekularer Basis werden hergestellt. Aber wenn man genau hinguckt, sind solche Simulationen, Nanoapparaturen dazu geeignet, auf Partys zu beeindrucken. Zu sonst nichts. Ja, man entwickelt aber nun schon eine ganze Weile, den Computervirus kennen alle zur Genüge, aber diese Nanospinne ist wahrscheinlich noch nicht so im Gedächtnis verhaften. Es geht weiter mit Nanotürmen, Nano-Freiheitsstatuen, Nano-Autos. Ja, also die Benzineinsparung ist enorm bei diesen Fahrzeugen. Und schließlich versucht man sich, also die einen entschlüsseln das Genom, arbeitet schon am menschlichen Körper. Der Kunstkopf wartet noch ein bisschen auf sich. Da gibt es noch größere Schwierigkeiten, denke ich. Ja, aber was wollen wir, unser Beitrag, was können wir beitragen? Es werden also nützliche Haushaltsgeräte, denke ich, werden ganz wichtig. Und da haben wir uns überlegt, wir wollen einen Nanotoaster entwickeln. Hier sehen wir erstmal einen konventionellen Toaster. Was soll so ein Toaster können? Toasten. Ja? Das ist erstmal ganz wichtig, also soll Brotscheiben, sie können auch kleiner sein,
soll er schön braun und schmackhaft machen. Die Vorteile, die sich hierbei ergeben würden, ist erstmal der Platzvorteil. Platzvorteil, die Hausfrau hat wieder Platz auf ihrem Küchentisch. Ja, deutlich Nano-Toaster, sehr, sehr klein. Den Energievorteil, ja, es ist klar, dass das Verhältnis von Volumen und Oberfläche entwickelt sich zugunsten des Nano-Toasters und wir können viel energiesparender toasten. Ja, wiederum ein Beitrag für die Umwelt. Wir haben den Wellenlängenvorteil. Der Nano-Toaster soll so klein sein, kleiner als die Wellenlänge des Lichtes, dass es zum Beispiel egal ist, welche Farbe der Toaster hat. Ja, Avocado, Himbeerrot, was auch immer. Und schließlich der Rundungsvorteil, das muss man eindeutig sagen, was stört denn beim normalen Toastvorgang? Ständig finden Sie in der Küche irgendwelche Krümel. Ja, beim konventionellen Toaster, beim Nanotoaster, sagen wir mal 50 Nanometer Kantenlänge eines Toasters, die Krümel, was schätzen Sie? 0,1 Nanometer, 0,01 Nanometer, wir können sie vernachlässigen. Ja, also wir haben uns hingesetzt, haben gegrübelt, haben entworfen, haben lange gearbeitet und schließlich, als einer im ZMN mal nicht genau hingeschaut hat, haben wir den Tachyonen-Nanoplastikgenerator angeworfen, haben ein paar Büroklammern oben reingeworfen und unten fiel der erste Nanotoaster raus. Ich habe hier das Foto des ersten Nanotoasters. Wir stoßen natürlich hier eindeutig an Grenzen der Physik. Wir haben extra noch ein Mikroskop gebaut. Also hier unter dem Mikroskop in 166.981-facher Vergrößerung der erste Nanotoaster. Schließlich, was braucht man zum Nanotoast? Man braucht natürlich Nanotoastscheiben, 50 Nanometer Größe, Kantenlänge. Wir haben lange recherchiert. Schließlich haben wir in einem Online-Shop für wissenschaftlichen Bäckereibedarf haben wir Nanotoastscheiben auftreiben können. Die 10 Nanometer Toastscheiben waren nicht mehr auffindbar. Wir haben deswegen 50 Nanometer Toastscheiben genommen und haben nun versucht, diesen zu toasten. Als erstes Foto, Sie sehen also hier eindeutig drei Toastscheiben, darf ich nochmal, drei Nanotoastscheiben in maximaler Vergrößerung diesmal. Und nun ist die Frage, wie kriege ich diese, na, fangen wir erstmal zwei Nanotoastscheiben in den Nanotoaster hinein. Und inzwischen gibt es aus der Nanotechnologie da eine ganze Reihe anerkannter Technologien, das Self-Assembling. Ja, also wir haben die Rezeptoren, der Toaster ist quasi der Rezeptor und die Nanotoastscheiben finden durch natürliche Affinität in den Toaster hinein. Das ist unser Grundansatz. Man muss also lang genug schütteln, die Versuchsapparatur nicht rühren, sondern schütteln. Dann durch diese Affinität finden die Toastscheiben hinein. Das zweite ist die Energiezufuhr für einen Nanotoaster. Nanoträte sind zwar schon bekannt, aber ich denke, die Nanoträte an den Toaster anbringen, wird noch weitere x Jahre dauern, das zu realisieren. Wir haben uns deswegen für ein passives Heizverfahren entschieden. Hier ist jetzt unser Versuchsaufbau, ein Versuchsteekessel. In diesen haben wir unseren Nanotoaster mit den drei Nanotoastscheiben hineingetan, geschüttelt lange genug, bis wir der Annahme waren, durch das die natürliche Affinität die Toastscheiben in den Toaster finden und schließlich, wozu ist ein Teekessel da, passives Heizen. Wir haben den Kessel auf den Ofen gestellt und nach rechtzeitigem Entfernen des Kessels konnten wir keinen typischen Gestank von verbrannten Toast wahrnehmen. Damit komme ich auch schon zu den unlogischen Schlussfolgerungen. Infolge der nanoskopischen Dimensionen der Nanotoastscheiben macht die Unschärferelation es unmöglich, genau festzustellen, wie fertig der Toast war. Das zweite in ähnlicher Weise, es ist schwierig zu erkennen, ob überhaupt etwas
von Belangen stattgefunden hat. Aber schließlich und endlich müssen wir doch erkennen, dass es eine endliche, eine kleine, aber endliche Wahrscheinlichkeit gibt, dass in dem Versuchsapparat wirklich ein Toastvorgang stattgefunden hat. Der Nanotoaster, wenn er da ist, ist er hier. Vielen Dank.